Nationalspieler Jerome Boateng bleibt dem FC Bayern nach wochenlangem Poker erhalten. Der deutsche Fußballrekordmeister lehnte ein Millionenangebot von Paris Saint-Germain für den 29 Jahre alten Innenverteidiger ab und gab am letzten Tag der Transferphase nur noch Linksverteidiger Juan Bernat ab. Der Spanier, 25, wechselt für angeblich 15 Millionen Euro zu PSG. Wir haben jetzt 19 Feldspieler, einer davon ist verletzt. Da können und wollen wir nicht noch Spieler abgeben, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac am Freitag. Neben Bernat verließen Arturo Vidal, FC Barcelona, und Sebastian Rudi, Schalke 04, die Münchner. Kovac ist über den Verbleib von Boateng froh. Jerome ist ein Weltklasse-Innenverteidiger. Es geht darum, dass er körperlich gesund bleibt. Dann bin ich überzeugt, dass er nicht nur dem FC Bayern, sondern auch der Nationalmannschaft helfen wird, sagte er. Dass es bei Boateng durch den geplatzten Wechsel Motivationsprobleme geben könnte, glaubt Kovac nicht. Jerome ist ein absoluter Vollprofi. Wir hatten das Thema mit Levi, Robert Lewandowski,